Mit dem Roller auch im Winter fahren, das wird vor allem aus Kosten- und Parkplatzgründen immer beliebter. Doch wie schützt man sich vor Wind und Kälte? Es gibt zwei Aspekte, die wesentlich sind bei der Winterausrüstung. Zum einen geht es um die Sicherheit und zum zweiten geht es um die Wärme und um den Wetterschutz. Wärme und Wetterschutz beginnen bei der richtigen Kleidung und so sind speziell für den Winterbetrieb eine Wärmemaske unter dem Helm sowie besonders gute Handschuhe empfehlenswert. Am Fahrzeug kann man dann umrüsten mit Heizgriffen zusätzlich, auch mit Wetterschutz durch größere Windschild und dann durch eine Beindecke, die ganz einfach den Unterkörper vor diversen Einflüssen wie Wind, Kälte, aber auch Regen und Nässe schützen. Für Pkw gilt ja Winterreifenpflicht. Wie steht es um Winterreifen für Roller? Es gibt keine Winterreifenpflicht für einspurige Kraftfahrzeuge, aber es gibt Winterreifen, die angeboten werden in diversen Größen für die Roller, die den großen Vorteil haben, dass sie ganz einfach eine weichere Gummimischung haben und dadurch bei kälteren Asphalttemperaturen trotzdem Grip aufbauen und keinen Gripverlust herbeiführen, so wie eben bei manchen Sommerreifen, wo einfach die Mischung zu hart ist. Winterreifen um etwa 200 Euro, Windschild um ca. 150 Euro, beheizbare Griffe für ca. 80 Euro, Beindecke 130 Euro sowie entsprechende Kleidung nach Geschmack und Geldbörse. Fürs Fahren durch den Winter ist unsere Vespa nun bestens gerüstet. Und für viele Rollerfahrer lohnen sich die Investitionen allemal. Es gibt zusehends mehr Rollerfahrer, die Ganzjahresfahrer sind. Die Vorteile des Rollers liegen auf der Hand, durch den Automatikbetrieb sehr angenehm zum Fahren im Verkehr, keine Parkplatzsuche und keine Parkplatzgebühr. Das heißt, ich bin schnell und rasch unterwegs und das natürlich auch zur kalten Jahreszeit, sofern kein Schnee auf der Straße liegt. Und das nützen zusehends mehr und mehr Kunden. Die Wärmedecke verfügt übrigens über eine Diebstahlsicherung und lässt sich bei Nichtgebrauch unter dem Sitz verankern. Gute Fahrt durch die kalte Jahreszeit.